guten Abend für euch alle. Gestern beim Suchen nach einem Text von Heiner Müller fiel mir der Text ein, den es heute gibt, auch von ihm. Mehrmals habe ich den schon gelesen und fand ihn immer unfassbar. Unfassbar logisch, menschlich. Aber trotzdem unfassbar. Und es gibt ihn deshalb heute, weil er im April spielt, dieser Text. Allerdings im April 1945. Das Eiserne Kreuz. Heiner Müller. Im April 1945 beschloss in Stargard in Mecklenburg ein Papierhändler, seine Frau, seine 14-jährige Tochter und sich selbst zu erschießen. Er hatte durch Kunden von Hitlers Hochzeit und Selbstmord gehört. Im Ersten Weltkrieg, Reserveoffizier, besaß er noch einen Revolver, auch 10 Schuss Munition. Als seine Frau mit dem Abendessen aus der Küche kam, stand er am Tisch und reinigte die Waffe. Er trug das Eiserne Kreuz im Rockaufschlag, wie sonst nur an Feiertagen. Der Führer habe den Freitod gewählt, erklärte er auf ihre Frage, und erhalte ihm die Treue, ob sie, seine Ehefrau, bereit sei, ihm auch hierhin zu folgen. Bei der Tochter zweifle er nicht, dass sie einen ehrenvollen Tod durch die Hand ihres Vaters, einem ehrlosen Leben, vorziehe. Er rief sie, sie enttäuschte ihn nicht. Ohne die Antwort der Frau abzuwarten, forderte er beide auf, ihre Mäntel anzuziehen, da er, um Aufsehen zu vermeiden, sie an einen geeigneten Ort außerhalb der Stadt führen werde, sie gehorchten. Er lud dann den Revolver, ließ sich von der Tochter in den Mantel helfen, schloss die Wohnung ab und warf den Schlüssel durch die Briefkastenöffnung. Es regnete, als sie durch die verdunkelten Straßen aus der Stadt gingen. Der Mann voraus, ohne sich nach den Frauen umzusehen, die ihm mit Abstand folgten, erhöhte ihre Schritte auf dem Asphalt. Nachdem er die Straße verlassen und den Fußweg zum Buchenwald eingeschlagen hatte, wandte er sich über die Schulter zurück und trieb zur Eile. Bei dem über der baumlosen Ebe stärkte aufkommenden Nachtwind auf dem regennassen Boden machten ihre Schritte kein Geräusch. Er schrie ihnen zu, sie sollten vorangehen. Ihnen folgend wusste er nicht, hatte er Angst, sie könnten ihm davonlaufen, oder wünschte er selbst davonzulaufen. Es dauerte nicht lange und sie waren weit voraus. Als er sie nicht mehr sehen konnte, war ihm klar, dass er zu viel Angst hatte, um einfach wegzulaufen, und er wünschte sehr, sie täten es. Er blieb stehen und ließ sein Wasser. Den Revolver trug er in der Hosentasche, er spürte ihn kalt durch den dünnen Stoff. Als er schneller ging, um die Frauen einzuholen, schlug die Waffe bei jedem Schritt an sein Bein. Er ging langsamer. Aber als er in die Tasche griff, um den Revolver wegzuwerfen, sah er seine Frau und die Tochter. Sie standen mitten auf dem Weg und warteten auf ihn. Er hatte es im Wald machen wollen, aber die Gefahr, dass die Schüsse gehört wurden, war hier nicht größer. Als er den Revolver in die Hand nahm und entsicherte, fiel die Frau ihm um den Hals, schluchzend. Sie war schwer. Und er hatte Mühe, sie abzuschütteln. Er trat auf die Tochter zu, die ihn starr ansah, hielt ihr den Revolver an die Schläfe und drückte mit geschlossenen Augen ab. Er hatte gehofft, der Schuss würde nicht losgehen, aber er hörte ihn und sah, wie das Mädchen schwankte und fiel. Die Frau zitterte und schrie. Er musste sie festhalten. Erst nach dem dritten Schuss wurde sie still. Er war allein. Da war niemand, der ihm befahl, die Mündung des Revolvers an die eigene Schläfe zu setzen. Die Toten sahen ihn nicht. Niemand sah ihn. Er steckte den Revolver ein und beugte sich über seine Tochter. Dann fing er an zu laufen. Er lief den Weg zurück bis zur Straße und noch ein Stück die Straße entlang, aber nicht auf die Stadt zu, sondern westwärts. Dann ließ er sich am Straßenrand nieder, den Rücken an einen Baum gelehnt, und überdachte seine Lage, schwer atmend. Er fand, sie war nicht ohne Hoffnung. Er musste nur weiterlaufen, immer nach Westen und die nächsten Ortschaften meiden.
Irgendwo konnte er dann untertauchen, in einer größeren Stadt, am besten unter fremden Namen, ein unbekannter Flüchtling, durchschnittlich und arbeitsam. Er warf den Revolver in den Straßengraben und stand auf. Im Gehen fiel ihm ein, dass er vergessen hatte, das eiserne Kreuz wegzuwerfen. Er tat es. Es scheint lange her zu sein, aber so lange ist es noch gar nicht her. Das gehört zu unserer Geschichte. Auch. Ja. Und gut, dass es Heiner Müller aufgeschrieben hat. Ich wünsche euch trotz dieser Geschichte einen schönen guten Rest Mittwoch, 12. April 2023. Bis morgen.